Ey, da geht jetzt schon direkt wieder los hier. Gerade ausgeworfen, noch gar nicht richtig aktiv. Erstmal hier die Aufnahme starten und alles. Lange alles zusammengebaut. Bestimmt in-game 6 Stunden. Und es geht ab hier auf Karpfen. Also raus mit dem Brocken. Gucken wir mal, was hier an der Stelle denn so reinballert. Ich freue mich mal endlich wieder auf Karpfen. War ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr hier am Bernsteinsee. Und dann schauen wir einfach mal, was hier so reingeht. Fängt das schon gut an. Die Routen bis jetzt 3-mal ausgeworfen. Also noch nichts. So. Noch nicht viel Futtermische drin. Das Ganze, wie gesagt, auch gerade eben erst. Ich stelle die mal so ein bisschen in Reihe. So. Die machen wir mal so ein bisschen hier rüber. So. Und, ja. Jetzt gucken wir mal, was hier geht. Und so vielleicht. Genau, angeworfen hier vorne die Stelle. Auf 35 Meter natürlich geklippt hier wieder. Gerade eben nochmal den Untergrund gecheckt. Der Untergrund ist dort an der Stelle lehmig. Clay-Untergrund, das heißt eben auch, dass man das Blei und das Leadcore dementsprechend anpasst, damit man da ja die geringste Scheuchwirkung hat. Vielleicht sieht man es hier auch schon oben in der Ecke, was da für eine Kombi drauf ist, beziehungsweise was das sein könnte. Es ist tendenziell eher fischig gerade hier. Und das Fischige nutzen wir. So, 1, 2, 3, 4 mal Futtermische. Ich werfe, glaube ich, erstmal nur 5 aus. 5 mal Futtermische. Und danach, zack, machen wir einen Break vom Futter. Ich muss mal gucken, dass ich das vielleicht ein bisschen länger hier am Laufen halte. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Also 3 sind draußen, 4, 5. Das heißt, die nächsten Routen, da nehme ich jetzt auch direkt das PVA ab. Wie gesagt, Zielpunkt ist hier vorne dieser Busch bzw. dieser Baum, dieser Schatten. Dass man dann da immer eine Stelle hat, die man immer wieder anwirft. Und dementsprechend dann hoffentlich auch ja, in dem Bereich dann so einen kleinen Futterteppich aufbaut. Vielleicht wären auch 7 und 8 mal auswerfen auch noch okay. Mit Sicherheit ist das auch noch okay. Aber ich teste heute mal streng rationierte Futtermische am Bernie auf Karpfen. Kopf in den Nacken. Erstmal ein bisschen Kaffee reinkippen. Und dann lüppt das auch gleich. Ja, was hier jetzt abgeht, kann ich halt noch gar nicht sagen. Ich hatte gerade gesehen, dass Void and Ashes hier schön rausgezogen hat. Gerade mal angeschrieben und hat er mir im Discord ein paar Infos zu dem Spot gegeben. Link zum Discord unterm Video, wenn du Bock hast auf dem Discord. Ja, schon über 5000 User drin und reger Austausch untereinander zu Spots, zu Ködern und so weiter und so weiter. Allgemein zum Game oder zum Angeln allgemein. So, jetzt gucken wir mal, ob hier was läuft. Ja, von der Uhrzeit würde ich sagen, kann es jetzt so langsam losgehen, 18 Uhr. Ich war tatsächlich in der Mittagszeit schon hier, habe dann erstmal alle Routen umgebaut, habe mir die Futtermische zusammengebastelt und dann, ja, raus damit. Und ich war kurz vor 16 Uhr tatsächlich dann ready to go. Und hatte die erste Route im Wasser und jetzt kann es dann so langsam losgehen. 16 Uhr ist für mich immer eine sehr, sehr gute Uhrzeit, so fürs Anfüttern, dass man dann noch so ein bisschen Wirkdauer, dass die Futtermische Wirkdauer entfalten kann. Und dann hat man auch gegen 18 Uhr, wo auch immer eine ganz gute Uhrzeit ist, dass die Karpfen dann halt einsteigen, hat man dann eben auch die volle Wirkung. Und dann kann es losgehen, ne? Dann rein damit. Der hat ein bisschen mehr Speck auf den Rippen. Sehr gut. So kann das.
Ja, wie gesagt, ich teste jetzt hier gerade wieder blind. Bin also sehr gespannt, was jetzt hier geht. Jawohl, bisher die Schuppis, alles soweit okay. Gerade mit der fischigen Mische. Vielleicht geht ja noch ein bisschen was Seltenes rein. Letzten Endes kommt es mir eigentlich auch nur auf die Frequenz an. So, PVA runter. Beim letzten müssen wir jetzt gleich mal reingucken. Übrigens keine Wirkung, ganz witzig, ne? Also, die sind ähnlich zusammengebaut. Theoretisch müsste jetzt hier mal langsam was Größeres reinballern, denn hier ist ein größerer Boilie drauf. Aber dem ist noch nicht so. Und ganz witzig, auf rechts außen, wo das Maiskorn ein rotes ist. Dankeschön, dass du dich auch noch meldest, rechts außen. Ich wollte dich schon gerade diffamieren und sagen, rechts außen kriegt gar nichts hin. Aber offenbar geht auch auf rechts außen was. Sehr gut. So, kommen wir ran hier. Jawohl. Die Spiegler gehen auch rein. Sehr gut. Ja, sieht doch gut aus. Guck mal hier. Da geht's auch ab jetzt. Also, gute Uhrzeit. Oh, das ist ein Leder. Zack, Lederkarpfen. Tatsächlich, ey. Sehr gut. Auch hier jetzt PVA runter. Und wieder raus mit der Grütze. Zack. Wir nehmen mal erst den hier nochmal. Und dann nehmen wir gleich rechts außen. Ja, nicht schlecht. Läuft. Gerne mehr davon. Können wir gerne so weitermachen hier. Frequenz ist nicht schlecht. Und fängt halt gut an. Und wir gehen natürlich gleich nochmal detailliert aufs Setup ein. So soll das. Schön. Gerne, gerne mehr. Größe ist okay. Ich habe es eigentlich ein bisschen übertrieben. Ich hätte mit ein bisschen weniger Frequenz gerechnet und ein bisschen dickeren Brocken. Aber Größe, wie gesagt, ist soweit okay. Zack, ich glaube, so reicht es. Ich muss gar nicht so doll aufladen. Alter, was geht hier ab? Beides die Routen ohne PVA jetzt. Hier ist aber auch was dran. Zack. Genau, mit dem roten Maiskorn. Und ich würde sagen, wir gucken hier jetzt gerade mal eben nochmal auf das Setup und auf die Futtermische rein. Mitte ist, glaube ich, gerade irgendwas Kleines reingegangen. Sowas hier vielleicht, sowas Schäbiges. Und hat nicht gehakt, weil ich einen sehr großen Haken verwende. 1-0er Haken. So sieht das Setup gerade aus. Ein bisschen übertrieben auch wieder. Ich wollte heute mal wieder ein bisschen übertreiben. Von daher, ja. Dicke, fette Schnur drauf, beziehungsweise hohe Tragfähigkeit. 238 Meter von der geflochtenen Schnur heute mal geflochten und ein bisschen mehr Verschleiß in Anspruch genommen. Dafür aber mehr Schnur einfach hier drauf, weil ich auch nicht weiß, wohin können die abhauen. Und das scheint mir dann doch hier recht weitläufig zu werden. Daher lieber hier in dem Bereich ein bisschen mehr Schnur. Würde ich hier stehen, beziehungsweise hier stehen, wäre mir das mit so viel Schnur einfach zu viel. Hier würde ich dann mit Mono angeln, weil die Fische einfach auch nicht so weit wegkommen. Aber hier in dem Bereich, ja, da ist alles ziemlich offen. Und dann nehme ich dann doch lieber ein bisschen mehr Schnur drauf. Und ja, vom restlichen Setup, ich habe hier einen 70 Gramm Bleimer ausgewählt, damit ich auch locker halb aufgeladen so weit rauskomme. Und 1-0er Haken diesmal. Pop-up 20 in zwei Fällen, also Thunfisch mit Pop-up 20, Tintenfisch als Maiskorn in Rot und in Gelb. Tintenfisch und Fischmischung als Mische. Und weil wir hier mit Thunfisch und Tintenfisch unterwegs sind, habe ich das mal so kombiniert von der Futtermische. Ein bisschen anders als Void and Ashes, der hatte da hauptsächlich Tintenfisch drin. Ich habe hier kombiniert einfach Tintenfisch, jeweils die größten Feed Pellets, die es gibt. 10er und 15er, beziehungsweise 8er und 12er in extra Thunfisch. Und dann das Ganze mit atlantischem Thunfisch, also sehr thunfischlastig hier, das Ganze nochmal abgemischt. Das Ganze soll aber auch mit tendenziell mehr Tintenfisch funktionieren.
Jetzt auch hier wieder Futtermische runter. Und raus damit da vorne hin. Jawohl. Und ich glaube, irgendwo hat's gezuppelt. Ist noch was dran? Oder wollte da was rein? Nee, wollte wohl nur. Ja, ich guck mal, wie es jetzt hier so weitergeht. Der Kescher, ich guck gerade nochmal eben rein. Vom Void in Ashes sah der Kescher auch schon ganz gut aus. Schuppenkarpfen-Trophy ist auch mit dabei. Genau, Gerahmte sind auch mit dabei. Spiegelkarpfen, keine seltenen. Muss aber ja auch nicht immer. Aber vielleicht ballert ja doch nochmal was rein. Jetzt, wie gesagt, hier bei mir Schwerpunkt ein bisschen mehr auf Thunfisch, weniger auf Tintenfisch. Und wir gucken einfach mal, wie das jetzt so weitergeht. Ja, bisher muss ich sagen, von der Frequenz her, von der Uhrzeit her, da passt das in den 10 Minuten, ist es okay. Es ist keine hochfrequente Stelle. Das kann aber natürlich auch noch kommen. Jetzt geht es gleich so weiter, dass ich in den Morgenstunden, das heißt so um 4 Uhr, also wir haben wieder 4 Uhr, wir haben 16 Uhr, alle 12 Stunden sozusagen, dann nochmal wieder Futtermische nachlege, damit der Spot auch wieder aktiv bleibt. Bedeutet also jetzt ein bisschen Pause. Die Nacht über so ja, so gegen 12 und so. 12 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr ist eh noch ein bisschen Flaute und dann fängt es so langsam um 4 Uhr wieder an. 5 Uhr, dass es dann eben wieder losgeht mit den Karpfen, dass dann wieder welche reinballern. Aber nachts ist in der Regel eher so ein bisschen Flaute. So, aber bisher, wie gesagt, ich bin schon ganz zufrieden. Vom Gefühl her, achso, genau, ich habe hier 16er Pop-Up übrigens drauf. Zweimal die 20er, einmal die 16er. Und auch in beiden Fällen, hier ist gelbes Tintenfisch Mais und hier auch nochmal gelb. Also hier ist zweimal gelb Tintenfisch, 20er Pop-Up Thunfisch, 16er Pop-Up Thunfisch und hier 20er Thunfisch und rot. Was da jetzt besser läuft, werden wir einfach im Laufe der Zeit sehen. Eins von beiden wird schon laufen. Wichtig für mich jetzt gerade, dass man hier auf entspannt, konstant einfach was rausziehen kann. Das ist wichtig. Die Größe bisher ist durchaus okay. Kann man machen, wenn gleich noch irgendwas reingeht. So mit 10 Kilo plus. Dann wäre das natürlich super, ideal. Und ansonsten kann das genauso weiterlaufen. So. Ich glaube, das reicht auch. Position hatten wir noch gar nicht, ne? Wer sich fragt, wo ist er denn da eigentlich? Hier. Zack. Ganz nah an der Base. Kommt mir super entgegen. Da muss ich nicht so weit latschen. Also, ganz nah an der Base. 35 Meter raus. Ich guck da nochmal eben genau hin. So. Also, so. 35 Meter raus. Wie gesagt, ab 35 Meter ist hier lehmiger Untergrund. Da drunter, also wenn man so im Bereich von 32, 30 Meter kommt, ist dann auf einmal pflanzlicher Untergrund. Kann man übrigens auch testen. Vielleicht einfach mal auf 25 Meter einstellen den Clip, dann aber natürlich auch ein grünes Blei und grünes LED-Core verwenden und dann einfach mal in dem Bereich testen, auch das ist durchaus möglich. Oder man stellt sich mal hier hin, auch hier kann man das testen, das ist hier eine Stelle, wo man auch hier oder in diesen Bereich reingeht oder hier, auch das durchaus möglich. Zack, ich ziehe erstmal schön weiter raus. Ja, so viel glaube ich dazu zu dem Spot. Einfach mal testen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was bei euch oder wie es bei euch funktioniert hat hier an der Stelle. Ist immer gut zu wissen, wie das Feedback ist von den Spots, die ich dann auch nochmal teste. Gerne rein damit. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.